Hallo Leute, und jetzt möchte ich euch eine kleine Wasserradturbine vorstellen, die ich mir für verschiedene Versuchszwecke mal gebaut habe. Und jetzt zeige ich euch, um was es geht. Das ist eine neuartige Konstruktion aus reinen Tellerscheiben hergestellt, ein fünfflügeliger Wasserpropeller. Und dahinter ist nichts weiteres als ein Fahrraddynamo, den ich ein bisschen umfunktioniert habe. Und wenn ihr jetzt seht, die lässt sich wunderbar schön drehen. Und macht auch ein schönes Bild. Also, da bin ich mal gespannt, was daraus werden kann. Und jetzt will ich mal versuchen, eine kleine Anwendung, kleines Vorführbeispiel machen, wenn man diese Turbine in einem Wasserbad hält. Ich schwenke um und dann werden wir sehen, was passiert. So, und jetzt habe ich die Turbine im Wasser. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich die Turbine durch das Wasser ziehe. Sie bewegt sich, also ist das schon einmal ganz gut. Bei ganz minimaler Kraft schaufelt sie schon daher. Jetzt tauche ich sie mal ein und schauen wir, ob es dann auch noch geht. Also würde das heißen, wenn ich sie im Wasserstrom, im fließenden Wasserstrom halte, würde sie auch noch funktionieren. Und jetzt machen wir das, simulieren wir das, also wie wenn das drauf fallen würde. Und ihr seht es, beim Eintauchen in eine Richtung, beim Rausziehen in die andere Richtung. Also das System funktioniert. Jetzt muss ich bloß noch schauen, dass wir das irgendwo fest, irgendwo in ein fließendes Wasser einbauen können. Und dann denke ich, dass das einmal so weit zum Tragen kommt. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Zeit, macht es gut, tschüss.